So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Thrones and Liberty. Ich habe gerade ein paar Sachen herausgefunden. Und zwar, ihr seht, oh krass, seine Lithografie hat er ja richtig vollgeballert. Ja, es gibt da so einen Trick, wie man da ein bisschen vorankommt. Man geht zu diesem Typen hier, der einen Sachen verkauft und kauft die Sachen, die dieses Symbol da dran haben. Und dann kann man nämlich schnell vorankommen, indem man die alle hinzufügt. Die kann man wahrscheinlich alle finden, aber wir haben so viel Geld. Gut, jetzt gleich nicht mehr. Zack. Aber dann kriegen wir bessere Waffen. Zack, Belohnung. Zack, Belohnung. Zack. Gut, die 80.000 würde ich jetzt mal, oder 64.000 würde ich jetzt mal aufheben. Nicht? Aber da kommen wir auf jeden Fall irgendwann auf den grünen Nenner mit. Wenn wir jetzt zwischendurch Sachen finden. Sehr stark. Also, wer genug Geld hat, kann da auf jeden Fall ein bisschen tricksen. Wird uns hier natürlich jetzt noch nicht helfen, super weiterzukommen, nicht wahr? Das Mythholz fehlt halt noch immer ein bisschen. 6 haben wir. Da braucht man echt viel. Müssen wir mal gucken, wo wir das herkriegen. Ich würde sagen, den Rest, jetzt wo ich weiß, wie es funktioniert, packe ich einfach weg in die Kisten, die wir nicht brauchen. Ich habe davon noch so viel. Okay, warte mal, das können wir aber doch verkaufen hier beim Vertragshändler-Dingens. Der kann doch auch kaufen. Warum habe ich denn da zu viel gekauft? Was ist das? Ungewöhnlich. Heizkette. Nee, das heben wir mal auf. Bambus. Angelrute. Oh, eine Angelrute habe ich auch noch gar nicht probiert. Zack. Können wir für 10.000... alles verkaufen. Sehr schön. Ja, die anderen Sachen behalten wir mal. Ich weiß gar nicht, wofür die Kiste dann wirklich notwendig ist. Vielleicht später oder so. Müssen wir mal gucken. Angeln. Interessant. Haben wir noch nicht gemacht. Noch 9 Minuten bis zur Nacht. Eieiei. Okay, wie kann ich das Ding benutzen? Wo ist sie? Okay, ich kann die da reinziehen und dann kann ich mit F2 anscheinend angeln. Was haben wir hier noch offen? Alle Punkte einsammeln. Ansonsten haben wir alles erledigt. Ja. Weiß nicht, gibt es besondere Spots zum Angeln oder kann ich hier einfach drücken? Geh an ein Gewässer und überprüfe, ob du dort angeln kannst. Und drücke F, um die Angelrute auszuwerfen. Okay. Ja, kann ich hier angeln? Schwimmer auswerfen. Keine Köder angelegt. Okay. Wie lege ich Köder an? So, ich habe einen Köder. Hat ein Fisch angebissen, muss die Angelrute mit Q einziehen, um die Gesundheit des Fisches zu senken. Ziehe die Angel entgegengesetzte Richtung des Fisches ein. Achso, ich muss mit A und D das machen, nicht mit der Maus. Oh, das ja auch. Okay, das habe ich nicht gesehen, weil das hier drüber ist. Okay, ja, super. Wir hatten nur einen Köder, nicht? Na gut, beim nächsten Mal da mehr, aber wir haben gefischt. Pff, wenn auch nicht erfolgreich. Und die Frage ist jetzt mit dem Lithografiebuch, die Sachen hier, Megahummer, genau. Wir müssen den Megahummer töten. Aber der kommt nur nachts, oder? Nur bei Regen? Nö, der ist immer da. Okay, dann jagen wir ein bisschen Megahummer, bevor wir weiter nach Norden ziehen. Dann haben wir vielleicht noch ein Lithografie-Ding weg. Die bekämpfen sich da.
Da mischen wir uns nicht ein. Streinkrabbe, Einsiedlerkrebs, Megahummer, da ist er. Wirst du unterstützt, wenn man Herzen gibt? Definitiv. Merke ich das, wenn ihr das tut? Also einmal gibt es mir ein gutes Gefühl, weil ich sehe, ihr seid da. Und Hanna ist auch sehr groß dabei, immer sehr viele Herzen zu spammen oder auch Reaktionen. Und auch die anderen immer sehr stark. Wir hatten bis zu 2800 Reaktionen oder so. Ich glaube sogar das eine Mal 10.000. Das war richtig, richtig viel. Bei, ich glaube, einer Radtour oder so. Da ist es richtig abgegangen. Das hilft enorm viel. Aber auch einfach zugucken hilft. Das sogar fast mehr als alles andere, nicht wahr? Weil, wenn es euch gefällt, gefällt es mir auch. Wenn es euch nicht gefällt, gefällt es mir auch nicht. So ist das eigentlich am besten. Und mit Reaktionen und Likes kann man das natürlich am besten einfach auch zeigen. Auch wenn man vielleicht nur 5 Minuten Zeit hat zum Zugucken. Nicht jeder hatte ja stundenlang Zeit, gerade am Handy vielleicht einen Stream zu gucken. Und für alle anderen, die natürlich auch andere Möglichkeiten zum Support suchen. Wir haben starke Kanalmitglieder auf dem Kanal, muss man ja auch mal sagen. Da kriegt ihr Videos zum Beispiel von 7 Days to Die bis Folge 76 ist aktuell hochgeladen. Als Lieutenant kriegt ihr sogar noch Folgen von Geotastic und andere Sachen. Und das sind halt wichtige, wichtige, ja, Unterstützer. Ich sag mal, wo ist die aktuelle Liste von Unterstützern? Zeig mir an. Kanalmitgliedschaften, nicht Analytics. Kanalmitgliedschaften. Aktuell haben wir jemand, Luna-Reiterin, Eisenbär, Jana, Joshua, Hula Hoop und André als Kanalmitglieder und Joshua sogar als Lieutenant an Bord. Sehr, sehr stark. Aber auch die ganzen Supers, die bisher reingekommen sind, unterstützen natürlich auf eine oder andere Weise. Von Tobi, Good Memes, Luna-Reiterin, Eisenbär, Divan, Shinigami und Crackhead. Nicht wahr? Hilft auf jeden Fall alles sehr stark. Falls man kein Geld geben kann, will, muss, ja nicht. Also, das ist ja wirklich, ich hätte nie damit gerechnet, einen Cent überhaupt zu bekommen. Und dann wurde so viel schon rausgeballert. Und auch Kanalmitgliedschaften ist auf jeden Fall, ja, sag ich mal, auch freudig. Aber genauso, also fast mehr wert ist es, ein Like zu geben, Reaktionen zu geben und mit mir zu reden oder einfach zu gucken. Aber man muss natürlich die Supporter auch mal nennen, nicht wahr? Immer eine wichtige Sache. Weil ohne euch ist ein Stream nix. Wer das Lied vom Anfang kennt, das YouTube-Eröffnungslied, der weiß das. Weil da kommt ihr nämlich auch drin vor als Zuschauer. Denn dieser Stream, so stark wie nie, ohne die Zuschauer wäre nix. Okay, ich glaube, das ist genau so eine elendige Aufgabe, hier aus den Hummern was rauszukriegen, wie aus den anderen vorher. Da sind noch Hummer. Hier können wir nur wenigstens ein bisschen Schaden machen. Mein langfristiges Ziel ist, ich habe jetzt ein Konzept fertig. Und zwar, wie mein Spiel werden soll. Jetzt muss ich mich nur mal ransetzen und die Konzepte ein bisschen in Form gießen. Also, ich habe, glaube ich, ein gutes Setting, was wirklich super funktionieren könnte. Und dafür brauche ich aber Unterstützung und Zeit. Vor allem Zeit, nicht? Oh, da ist noch ein Buch. Sehr gut, dass wir hier noch lang gelaufen sind. Und ja, vielleicht schaffe ich das ja noch dieses Jahr, gerade jetzt im Winter, das anzugehen und ein bisschen an dem Spiel zu programmieren. Und vielleicht kriegen wir einen Prototypen hin. Ich weiß halt nicht, mit was ich den machen werde, ob ich eine eigene Engine wirklich nutze. Das wäre auch interessant. Hatten wir schon mal auf dem Kanal noch alte Entwicklungsvideos von der Engine.
Also wer da Interesse hat, kann da auch mal reingucken. War jetzt nichts Großes, nicht? Aber so die Grundlagen funktionierten eigentlich. Klicken, Objekte setzen, Objekte benutzen und alles selber programmiert. Nicht irgendwie Unity, nicht irgendwie da. Wir hatten Shader-Sachen. Also, da konnte man sich schon ausleben. Was nicht so ging, war irgendwie die Schatten. Da hätte ich mich nochmal ransetzen müssen. Und Anti-Aliasing war noch offen. Da hatte ich nur FXAA. Aber grundsätzlich Objekte laden, Anzeigen, Welten machen, nicht? Das war alles schon durchaus drin. Und ja, Unity finde ich zum Beispiel nicht gut für Spiele. Wenn dann, wie heißt das Ding? Das andere? Unreal Engine, genau. Beide mit U. Oder Godot. Aber Godot ist halt... Weiß nicht, ob Godot am Ende... Also, hat mir am meisten Spaß gemacht. Aber da müsste ich nochmal gucken, mich einarbeiten. Vulkan selber machen ist zum Beispiel ein bisschen schwieriger, da eine Engine zu entwickeln. Das hatten wir angefangen, aber das... Da muss man so viel drumherum machen, das nervt eher, als dass es wirklich schönes Programmieren ist. Bei OpenGL, da hat man wirklich schnell Fortschritte gemacht. Wer weiß, der weiß. Für alle anderen sind das gerade nur kryptische Benennungen. Aber ja. Und dann dachte ich mir, vielleicht sollte ich da mal anfangen, Prototypen zu machen. Aber wie es so ist, nicht? Die Motivation zu finden, dann auch dran zu bleiben. Salz, wow. Ist immer nur dürftig vorhanden. Gerade wenn man halt nebenbei arbeiten muss. Das ist so das größte Problem. Deswegen suche ich immer noch den Scheich, der mir 4 Millionen spendet, damit ich mein Spiel entwickeln kann. Ich weiß, viele, da bin ich immer richtig krass. Zum Beispiel der von Manorlords hat ja neben seinem Job, glaube ich, sogar das Spiel angefangen zu entwickeln. Richtig krasse Sache. Also, das war auf jeden Fall eine starke Leistung. Würde ich nicht hinkriegen, nicht? Also ich kann, gut, ich stream halt auch nebenbei. Das hat der, glaube ich, weniger gemacht, aber man kann halt nicht alles machen, nicht? Irgendwann muss man Aufgaben abgeben, hat er auch dann irgendwann Aufgaben abgegeben. So, ich glaube, die Hummer droppen das nicht. Kann das sein? I3 noch hier. Und dann gehen wir weiter. Oder habe ich schon längst das Ding gefunden? Nee. Wollte doch sagen. Ich dachte mir, die Kanalmitglieder zum Beispiel und die Leute, die dann eine spezielle Discord-Rolle haben, die werde ich dann mit Updates dazu auch vielleicht versorgen. Und so Eindrücke posten. Vielleicht machen wir es auch on-stream. Weiß halt nur nicht, wie bei YouTube Programmierstreams von Game-Entwicklung ankommen. So wenigstens die Grundlagen nicht am Anfang, bis die Engine läuft, die ganzen Sachen funktionieren, die grundlegenden. Da muss man ja nichts übers Konzept verraten. Bis man den ersten Prototypen hat. Der dann vielleicht auch anspielungsfähig ist, vielleicht für größere Kanalmitglieder oder so. Für Supporter, Early Adopter, irgendwie sowas, nicht? Das ist zumindest der Traum, der wahrscheinlich aber Traum bleiben wird. Aber ich habe schon immer irgendwie Spiele entwickelt, aber nie, ja, irgendwie präsentiert oder released richtig, nicht wahr? Das war auch so eine Sache. Also ich habe schon damals in der Uni, sollten wir so ein, ja, wir sollten zwei Karten vergleichen. Einfach, welche Karte ist höher mit Java? Also Ass ist höher als König, Pik ist höher als das, nicht? Und ich habe einfach eine komplette, also ich kannte damals Java noch gar nicht richtig. Nur so ein bisschen halt. Und dann vom Professor, der hatte uns so eine Library zur Verfügung gestellt, wo man auch... Na, komm.
so Grafiken, okay, klappt nicht, nutzen kann. Und ich habe natürlich, so verrückt wie ich bin, die komplette Sache von ihm auseinandergenommen, verstanden, mir was Eigenes gebaut und dann eine Poker-Anwendung gebaut. Wo die Sachen zusammen... Oh, hier waren wir noch gar nicht. Terrorvogel. Oha. Oh oh. Ja, wo die ganzen Sachen dann... Ich muss kurz... Der erste Terrorvogel, wichtig. Sehr schön. Wo die ganzen Sachen dann halt zusammengefügt wurden und Grafiken zusammengesetzt wurden, Button, die auf irgendwas reagiert haben, Menüs und so. Es konnte zwar nur einen Durchlauf machen, im Sinne von, es werden Karten gegeben mit Animation an einem Kartentisch, nicht? Der war ganz schlecht designt im Grafikprogramm, was es halt zu der Zeit in den 2000ern gab. Mit Paint aufgepusht, sag ich mal. Photoshop, da bist du ja nicht rangekommen oder so. Das war ja alles nicht möglich. Ich bin auch kein Designer, Grafiker, nicht? Also Grafiken erstellen kann ich nicht. Und von daher sah es dann halt mäßig aus. Aber von der Funktion her war es wichtig. Karten wurden gegeben, dann wurden die Hände verglichen, dann wurden 3, 4 Karten gezogen und dann wurde ein Gewinner festgestellt. Ja. Und auch als ich noch jünger war, habe ich so mit Dark Basic so einen Shooter, wo man immer nur in eine Richtung laufen konnte, entwickelt. Also, ich habe schon immer solche Sachen gemacht. So, Pflücker, Pflücker, Wespe, Wespe. Wir brauchen jetzt hier diese Goblin-Viehdiebe. Wo auch immer die auftauchen. Oder brauche ich die überhaupt noch? Ich glaube, ich brauche die gar nicht mehr, nicht? In der Lithografie. Das haben wir, glaube ich, schon... Doch, hier. Dafür brauche ich das. Verdammt. Dachte, ich kann die auslassen. Aber jetzt ist Nacht, denn dann gucken wir nochmal, dass wir die kriegen. Meine Biene zwischendurch. Ich meine Wespe. Zack. Das habt ihr davon. Oh, Leinhut. Oh, das ist nicht schlecht. Der ist sogar wichtig. Guckt mal. Oh, den brauchen wir zweimal. Ah. Aber den hat jetzt dieser komische Typ gedroppt. Der Pflücker oder so. Hochwertiges Mythholz. Der gibt ja richtig gute Sachen. Oder geben die nachts bessere Loot? Fühlt sich fast so an. Oh, du hattest nix. Schäm dich. Gefährlicher Pflücker. Also... Wenn ihr Ideen im Kopf habt, setzt die ruhig um. Und präsentiert sie auch. Nicht so wie ich. Ich habe die Sachen immer nur auf der Festplatte gehabt und für mich selber benutzt. Ich habe auch einige Spiele jetzt in letzter Zeit entwickelt für eine Webseite. Aber dadurch, dass man für eine Webseite Impressum und Co. braucht, oh, das ist immer so nervig, habe ich halt keine Webseite aktuell. Schafft das? Ja. Ich glaube, viele könnten hier sein, was? Hier sind Stallungen. Und da wollte ich eigentlich auch eine Webseite aufziehen, wo man halt verschiedene... Das ist der Viehdieb. Wo man halt verschiedene Spiele drauf spielt und so. Aber ja, habe ich
deswegen dann auch wieder nicht weiterverfolgt, nicht? Weil immer kommen Hindernisse und dann sage ich mir so, boah, keine Lust. So, droppt was. Ihr Viehdiebe. Hier waren wir auch noch nicht an den Feldern und am Fluss und am See. Aber ja, heutzutage ist es relativ einfach, nicht Spiele zu machen. Wenn ihr mal seht, was so auf den Markt kommt, diese ganzen Simulatoren, das ist nichts anderes als 5 Sachen in Unity zusammengeklickt und ein bisschen Level designt. Das ist alles. Also dafür braucht man ja, vielleicht so ein halbes Jahr mit technischer Grundsache, bis man das zum Laufen kriegt eigentlich. Man nimmt einfach Unity, sagt, ah, starte mit dem, weiß nicht, Third-Person-Asset. Dann lädt man sich ein paar Assets runter, bezahlt dafür vielleicht, sag ich mal, 300, 400 Euro, wenn man das Geld hat. Größere Studios haben das ja durchaus, oder Studios. Und dann wird das released. Das ist noch so ein Ding. Sehr gut. Hier noch ein paar Skripte vielleicht runterladen, die es nicht for free gibt oder die es for free gibt aus dem Store. Also, das ist eigentlich nicht mehr Hexenmagie. Und programmieren muss man da auch schon lange nichts mehr, um die einfachen Sachen zusammenzukriegen. Auch so Plattformer oder andere Möglichkeiten gibt es eigentlich relativ easy Optionen für. Safran, Kubara, Sellerie. Okay, daher kriegen wir die. Ist auch noch so ein Ding. Erz und noch irgendwelche Verträge. Okay. Wo sind die Goblin-Viehdiebe? Da. Gibt's aber echt wenige. Bei der Drop-Rate braucht man ja Jahre. Die sind nur nachts da und die paar. Oh. Da ist auch noch was zum Sammeln. Hier sind wir im Wolfgebiet. Oh, und da ist noch eine Entwicklernotiz. Wir haben eine gefunden. 3 Wege, das Event zu meistern. Beginne beim südlichen Lager, denn dieses schließt höchstwahrscheinlich als letztes. Lass dich nicht von solchen Lügen wie 1 beirren. Du hast bereits genug Zeit mit diesem Brief verschwendet, also geh lieber ein paar Wölfe jagen. Okay. Netter Entwicklerkommentar. Dass ich das hier noch nicht gesehen habe, aber ich glaube, ich war in dem Lager auch nur zum Abgeben einmal. Tja. Dann reisen wir weiter, wenn die Viehdiebe nicht wirklich wollen. Das ist mir zu krampfig hier, nicht? Bei 2 Goblins irgendwie, die spawnen, dann die Sachen zu holen. Ich finde, man müsste sich die auch irgendwie markieren können. Dass man weiß zum Beispiel, ah, ich muss den jetzt holen dafür, um das Lithografie-Ding fertig zu kriegen. Vielleicht gibt's das sogar, ist nur so unübersichtlich, dass ich es nicht sehe. Was mir zum Beispiel als Kind verwehrt wurde und was wahrscheinlich verhindert hat, dass ich noch besser im Programmieren bin. Und zwar hatte ich Lust zu programmieren. Da war ich, boah, lass mich 8 oder 9 gewesen sein. Und ich stand im Laden und wollte einen Compiler haben. Früher gab es die ja nicht im Internet und gratis, nicht? Man brauchte das als Buch. Aber das Buch hätte halt 400 Euro gekostet. Habe ich also nicht bekommen. Sonst hätte ich wahrscheinlich C++ oder C auch besser verstanden und gelernt. Und dann, als ich älter war, nicht, gab es Java. Da hat man sich halt dann mit Java beschäftigt. Tja, aber die anderen Sachen halt nicht mehr. Die wären noch ein bisschen wichtiger gewesen.
Noch ein Buch. Sehr gut. Heute haben wir gute Bücher gesammelt. Kampfleiten des Widerstands. Alles klar. 21 haben wir schon hier. Na, da haben wir gut Progress gemacht. Vorhin hatten wir 14 oder so. Wo ist denn das? Ja, da. Da haben wir erst 2 gefunden von... Eieiei. Okay. Wow, you've grown up. Wir sollen mit... I'm writing a song about Captain Hansen and his exploits 10 years ago. I heard the tale from Envy, and it was an inspirational story. By the way, I must go to the Starlight Observatory. Could you help me? Na klar. Refill the magic traps that were used up defending from a goblin attack. Ja, ich weiß, da war ich dabei. You'll help us, right? Ja, verstanden. Rutaine. Kaffee-Vertragsmünzen. So, wem sollen wir helfen? Ihm da unten. Okay, okay. Oh, you're the hero who fought alongside Captain Hansen. So sieht's aus. Captain Hansen was amazing in battle, just like he was 10 years ago. Did you know? 10 years ago, when the Archeum attacked us by surprise, the captain held off their entire attacking force with only a few men. Ja, so wie vorhin. Looked like they were going to be wiped out. Reinforcements arrived and eventually were able to drive the Archeum away. I'd love to hear the story from Captain Hansen himself, but he wouldn't speak on it. Ah, I've been talking too much. So, could you help us set up the traps? Natürlich. Thanks. With your help, we should be able to finish it quickly. All right, you take care of the traps in the north of Starlight Observatory. We'll fix the southern ones. Na gut, macht ihr mal. Die im Forst gefallenen Blätter sind noch nicht wiedergeboren. Okay. Kraftlose kleine Puppe sollen wir auch noch zerstören. Ah, da können wir uns hochkatapultieren. Können wir ein bisschen fliegen. Wer kreischt hier so? Goblin Steinwerfer. Oh oh. Was willst du von uns? Spüre unsere Macht. Bam. Hochwertiges Pergament. Nicht schlecht. Komm. Weg mit dem Aufwiegler. Ah, ein Erholungskristall. Oh. Riesiger Goblin-Schlechter. Nicht schlecht. Können wir da auch noch mit einsteigen? Nein. Naja, egal. Zu weit weg gewesen. Ja, irgendwie bei WoW war es so nicht. Man hatte so Aufgaben, die einen gezwungen haben, hier viel zu kämpfen, aber... In dem Spiel ist so, man kann durchrushen und lässt ziemlich viel Inhalt aus dann. Und dann versteht man aber manche Sachen gar nicht so und dann muss man doch nochmal zurückkommen. Zum Beispiel hier mit dieser Puppe. Ein niedliches Püppchen. Boah, vielleicht ist das ein Amitoy. Hauche ihm neues Leben ein. Nichts passiert. Bring es jemandem, der helfen kann. Okay. Und wir sollen hier noch Fallen aufstellen. Ich glaube oben, nicht? Wir gehen einfach hoch. Wenn nicht, wo ist der Haken? Da. Haken. Okay, müssen wir über den. Das hier ist komisch, dass man erst an den und dann an den kann. Oh, hier ist ja richtig voll.
Was ist hier gerade los? Okay. Die spawnen da irgendwie die ganze Zeit wieder nach. Interessant. So, wo? Er hat Wachdienst. Hier. Also eigentlich ist die ja da unten oder da oben, die Falle. Aber jetzt soll sie vor uns sein. Ja, dann muss die da oben hängen. Scheint auf jeden Fall irgendwas los zu sein. So. Oh, jetzt fliegen die alle. Interessant. Was auch immer das gerade ist. Und das finde ich geil, nicht? Ich habe keine Ahnung, was da abläuft. Aber es sind alle Spieler, die gerade irgendwas machen. Das sind ja Hunderte. Oder sterben die da immer und respawnen da? So, es sieht fast aus, als ob die mal da fliegen und da wieder hinkommen. Das hört ja gar nicht auf. Was sind das sonst für Server? Jetzt doch. Jetzt kommen wieder Leute nach. Ich meine, da hinten müsste ich theoretisch auch hin, aber ich will erstmal die Aufgabe hier erledigen. Ich weiß halt nicht, wo. Einäugige Falke. Ich würde sagen, der steht hier irgendwo dazwischen, kann es sein? Wir werden das morgen erleben. Oder beim nächsten Aufnahme. Ich stelle mich mal hier schön an den Rand. Oh, da können wir noch in den Turm rein. Egal. Bis zur nächsten Folge.